Und wenn es dann jetzt noch ein paar Folgen wären, dann ist das so. Aber ich kann jetzt hier nicht Ende machen. Also erstmal auf dem Grund, also wenn ich wieder da bin und wieder aufnehmen kann, ich finde hier nichts, also ich finde die Wege, ich weiß nicht mehr, wo wir, also ich kann mir natürlich die Aufnahme mal angucken, aber ich finde die Wege nicht mehr, wo wir jetzt da überall schon waren. Ich finde das alles einfach nicht wieder. Bei dem verpisse ich mich einfach gerade mal. So, wir sind hier hinten rum, ne? Vor allem da unten ging es ja auch noch weiter. Wir sind jetzt hier lang gegangen und das hört hier nicht auf. Und da vorne ging es auch noch weiter. So, da haben wir nochmal Eis. Oh. Wo kam das jetzt her? War das nur der hier vorne? Von hier wurde ich nicht beschossen. Ich glaube, das war da unten was. Aber ich habe das Gefühl, dass hier Monster an Orten spawnen, wo sie eigentlich gar nicht mehr spawnen sollten. Aber es trotzdem tun. Ja, komm mal her hier. Wenn ich die einmal schlage, ist für die quasi vorbei. Also dann interessiert das die auch gar nicht mehr. Sounds sind auch nicht gut. Oh mein Gott. Du kannst aber nicht hochkommen, ne? Das ist immer ein Creeper. Ich hab den gesehen, den Creeper. Scheiße. Der ist tot. Ich kann doch da theoretisch einfach hochjumpen. Okay, ich kann Essen mehr. Also auch wenn das Essen uns dann zu nahe geht, wenn wir kurz vorm Sterben sein sollten und wir kein Essen mehr haben, dann tun wir genau dasselbe. Jetzt kommt er. Okay, hier überall Schritte, überall Skelett und sowas, das ist schon wieder was. Vor allem, ich habe halt super Angst, nachdem ich jetzt gesehen habe, dass die Zombies überall spawnen gefühlt. Und ich quasi nicht sicher sein kann, ob nicht hinter mir was spawnt. Weißt du? So einer ist das nämlich. Hier geht es aber nicht so krass weiter. Ah, ich glaube, da ist einer in die Lava gelaufen, Skelett. Guck mal, wie weit das hier runter geht. Mann, das ist nicht wirklich... Diese Höhle nimmt kein Ende. Ich glaube, wir müssen wirklich in dieser Höhle nächstes Mal hier Pause machen. Diese Höhle nimmt kein Ende. So, der Kollege, wie wir es gerade gehört haben, ist hier anscheinend verreckt. Oh, da kommt auch noch was außer. Die Musik macht es gerade nicht einfacher, Mann. Hier waren wir schon mal. Ich weiß gar nicht, wo das... Ah, das ist... Ah, das ist hier. Okay. Ja, also, boah. Nee. Also, da muss ich auch wirklich... Ich kann ja heute Abend nicht schlafen, Mann. Das geht da nicht. Also, das kann ich nicht. Einfach aus dem Grund, dass ich das jetzt hier noch nicht... Dass ich nicht damit zufrieden bin, dass wir diese Höhle nicht ganz erkundet haben. Und zum oh mein Gott! Verpiss dich. Ich hab gehofft, dass ich den killen kann, bevor der explodiert. Wo kommen die her? Die ist überall ausgeleuchtet. Überall. Die laufen hier alle über mir lang.
Und ich weiß nicht, warum die überall hier spawnen. Sind wir gleich quasi schon wieder tot. Also sobald wir unter Hälfte Leben haben und kein Essen mehr, werde ich zurücklaufen. Da unten stammt auch schon wieder was rum. Sieht alles frei aus. Guck mal, wir sind noch nicht mal so tief, dass wir hier irgendwie mal... Alter, ist das laut auch hier. Ich höre doch hier was im Wasser. Ich muss mich hier vorcrouchen, das geht nicht anders. Scheiß mir wirklich in die Hose. Guck mal, wie das weitergeht hier. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind, quasi. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall aber erstmal Ende. Wir buddeln wir uns auch nicht weiter. Also, die Höhle gibt so viel her. Da wird hier nicht nochmal Gravel weggebuddelt, um nochmal zu gucken, was dahinter ist. Am Ende kommt da irgendwas runter wie so ein Creeper und sowas und springt uns einfach komplett weg. Der springt uns dann einfach komplett weg und ist so, ja, ganz cool eigentlich, könnten wir mal machen. Überall höre ich hier Monster, ist ganz cool eigentlich, also, ne? Vor allem die Sache ist halt, ich habe so das Gefühl, dass das Ausleuchten gar nicht so viel bringt, wie das in späteren Versionen der Fall ist. Also, dass ich hier ausleuchten kann, gefühlt wie ich will. Die Monster spawnen trotzdem. Das haben wir ja gesehen an dem Spawner. Gut, das ist vielleicht nochmal eine etwas andere Sache. Aber ich habe teilweise wirklich das Gefühl, dass hier die Monster spawnen, wo eigentlich gut ausgeleuchtet ist. Weil wo soll der Creeper von ihm gerade hergekommen sein? Also... So, und ich gebe mich hier wieder auch in Richtungen, die mir eigentlich nicht gefallen. Und es geht weiter. Es geht weiter. Ich bin am Überlegen, ob wir wirklich diese Höhle einfach dann quasi erstmal, ich sag mal, beenden, in Anführungsstrichen beenden. Ich meine damit quasi, dass wir sagen, okay, wir gehen erstmal hier wieder raus und kümmern uns um andere Sachen, bevor wir wieder in diese Höhle reingehen. Weil wirklich, ich krieg das hier momentan seelisch nicht auf Reihe. Also an sich natürlich alles gut, ne, aber wirklich, das ist für... Das ist nicht gut. Also wenn ich dich jetzt wegbaue, bin ich mal gespannt, was da jetzt unten alles weggeht. Also ich habe eine Idee, wo das unten, also was sich da jetzt quasi abgezwackt haben könnte. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist Lava, oder? Ja, das ist Lava. Es geht einfach noch tiefer runter. Also das ist ein Höhenkomplex hier. Das übersteigt alles, was ich mir gedacht habe, was in dieser Alpha, in diesem Alpha-Gen sein könnte. Ich sag, als ich die Höhle von Gronk gesehen habe, dachte ich mir so, ja, das ist schon eine Ansage, das ist schon nicht wenig. Na, aber jetzt das Ding hier, das ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Also das ist ja, also wofür Höhlen-Update? Wofür braucht man ein Höhlen-Update? Wir haben doch hier eine Höhengenerierung, die einem wirklich das Fürchten lehrt. Ich höre hier nur über mir alles rumlaufen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich habe keine Ahnung, wo die überall rumlaufen. Deswegen gehe ich gerade nochmal ein bisschen hoch, einfach nur um hier zu gucken. Da vorne waren wir nämlich auch noch nicht, dass wir hier Monster, die uns irgendwie auf den Sack gehen könnten, weil die über uns sind, dass wir die weghauen. Aber das scheint alles unten zu sein. Das hört sich halt, das hat sich am Sounddesign hat sich auch viel geändert da anscheinend. Das hört sich nämlich so an, als wenn die bei uns hier auf der, also unter uns wären, aber dabei sind die gar nicht unter uns. Sondern die sind, gar nicht über uns, sondern die sind unter uns. So, aber hier will ich jetzt auch mal kurz einmal gucken gehen. Wir haben auch gleich keine Fackel mehr. Das ist das ja, was ich meinte, sobald die Fackeln uns ausgehen hier. Hier ist noch mehr Eisen. Da geht es noch ein bisschen weiter. Aber ich glaube, hier kommen wir irgendwo raus, wo wir auch schon gebuddelt haben. Oder gar nicht. Nee. Da kommen wir nirgendwo raus. Das ist aber auch halb so schlimm. Eisen. Oh, und jetzt kommt Rayman rein. Sehr guter Soundtrack.
Sehr cooles Level mit sehr coolem Soundtrack. Hier können wir vielleicht nochmal ausleuchten. Vielleicht kam der hierher. Ich kann alle langlaufen sehen. Überall habe ich hier irgendwas rumblöken und... Alter. Der wird, also hier vorne stehen auf jeden Fall Zombies. Steht außer Frage. Jetzt einer. Hier ist eigentlich ein guter Punkt, um hier mal wieder eine Dings, eine Zwischenbasis mitzumachen. Da unten hüpfen sie rum. Guck sie dir an. Wie gierig sie da rumhüpfen. Und zwar alle drei. Zombie, Skelett und Creeper. Da hinten steht auch irgendwas, oder? Das ist Kohle, glaube ich. Absolut waghalsig, was ich hier mache. Könnten gleich so drauf gehen, ne? Jetzt ist auch der Punkt gekommen, wo ich keine Fackel mehr habe. Da vorne läuft auch irgendwas rum. Also wir werden hier an einem Punkt gleich landen, wo wir auch wieder mit irgendwas zu tun haben werden. Oder? Ja. I called it. Rum. Das hat uns noch nicht gesehen. Aber da ist auch ausgeleuchtet. Seht ihr, da ist nämlich auch Licht. Da waren wir auch schon. Ja, ich würde sagen, wir machen hier Ende. Ich würde sagen, also natürlich jetzt nicht hier. Aber ich brauche ein Bett. Ich brauche ein Bett. Das nimmt mich wirklich hier echt mit. Also das ist, das brauche ich so spät am Abend dann jetzt dann doch nicht mehr. Check, wir haben hier so viele offene Baustellen. Also Baustellen, oh, da haben wir das Eisen nicht mitgenommen. Egal, das nehmen wir beim nächsten Mal mit. Hier kommen wir nochmal ganz kurz einmal runterschauen zumindest. Wir haben ja das Wasser weggemacht. Hier ist aber auch erstmal so nichts mehr. Ah, jetzt bin ich hier runtergesprungen. Ja. Auf jeden Fall, das ist eine Höhle mit, von einem Kaliber, mit dem ich nicht gerechnet habe, mit dem ich nicht dachte, dass wir das hier in dieser Alpha-Welt nochmal erleben werden. Das übersteigt alles. Also ich glaube, wir haben jetzt auf fast die komplette Aufnahme nur in der Höhle verbracht. Ich glaube, wir waren 15 Minuten oben und sind dann hier runtergegangen. Und man muss ja einfach mal so sagen, es hat sich jetzt natürlich auch mehr als gelohnt. Also es ist sehr gut. Ich weiß, eine Sache mache ich nochmal ganz kurz, aber wir haben Nacht, ne? Es ist Nacht. Also eine Sache, ich werde auch auf die Axt wechseln. Wir werden auf jeden Fall nochmal Holz holen. Wir brauchen Holz für Fackeln und alles, wenn wir dann weiter erkunden wollen. Und ja, ich brauche jetzt, schon gesagt, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Das hat mich wirklich, also das hat mich jetzt wirklich viel Kraft hier gekostet. Das hört sich jetzt absolut komisch an, aber wirklich, das hat mich hier, also der eine Creeper, ich war wirklich, also nach vorne drücken und die Kiste öffnen. Okay, da habe ich gerade einen komischen Dings getriggert. Da habe ich genau den richtigen Moment anscheinend erwischt. Wir haben jetzt über ein Stack Eisen aber. Also das ist schon mal sehr gut. Das ist richtig, richtig gut. Aber, ja. Scheiße. Ja, also das ist... Boah, ich muss noch mal was trinken, ey. Wir brauchen noch was zu essen. Also wir müssen noch mal hoch. In der nächsten Folge. Oder machen wir das jetzt noch... Ne, wir bleiben hier unten. Also, ich vergebe mich hier hinten in die Ecke. Gut. Alter Schwede. Das passt, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe länger aufgenommen, als ich wollte. Wir sind jetzt, glaube ich, am Ende der 7. Folge von dieser Aufnahme. Es tut mir sehr leid, dass es jetzt wieder so viele Folgen geworden sind. Aber ich glaube, ihr versteht das auch mit der Höhle, die wir jetzt hier hatten. Ja. Es ist absolut krass. Es ist einfach nur absolut krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Und dass wir jetzt auch vor allem auch zwei Spawner gefunden haben. Wir haben zwei Spawner gefunden. So nah beieinander. Das
Habe ich so auch noch nicht gesehen. Also wir haben viele krasse Sachen heute erlebt. Wir haben viele krasse Sachen heute gesehen. Wir haben eine Höhle gefunden, die alles andere, was ich auch nur jemals in dieser Version gesehen habe, absolut in den Schatten stellt. Das ist eine Höhle, also das ist, also ich weiß gar nicht, wo wir nachher weitermachen sollen. Also ich weiß gar nicht, wo wir bei der nächsten Aufnahme weitermachen sollen, wirklich. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben geben. Und wenn es euch natürlich richtig gut gefallen hat, gerne den Abo-Button drücken und auch die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich wieder ein neues Video droppe. Wir werden beim nächsten Mal gucken, ob wir, ja, machen wir, ich glaube mal, wir machen das Dings-Update, wir machen das Minecraft-Update dann auf die nächste Version und werden da dann die Höhle dann weiterkunden beziehungsweise wieder hochgehen. Es gab nicht viele Änderungen, ich muss nochmal reingucken, was genau da jetzt passiert ist. Es gibt auf jeden Fall nicht viel, was passiert ist. Und das wird quasi hier das Ganze gar nicht mal so unbedingt ändern, das Spielgefühl. Also es wird alles wahrscheinlich relativ gleich sein, nur die Version ändert sich ein bisschen. Ich gucke nochmal rein. Ich werde euch dann natürlich davon in Kenntnis setzen. Wir werden uns das Changelog nochmal dann kurz durchlesen beim nächsten Mal. Und genau. Dann verabschiede ich mich von euch, wünsche euch eine geile Zeit, was auch immer ihr macht. Und wir sehen uns dann an der nächsten Aufnahme. Hier ist nochmal sehr, 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 sehr krasse Musik jetzt nochmal am Laufen, aber das beendet trotzdem jetzt die Aufnahme. Ich wünsche euch was, wir hören uns in der nächsten Aufnahme in alter Frische, in der neuen Version und wir erkunden dann diese krasse Höhle weiter und es ist einfach nur zu krass. Es ist einfach nur zu krass. Ich wünsche euch was, wir sehen uns. Tschüssi!